So hören wir heute auf einen Abschnitt aus dem Buch der Könige. Und zwar aus dem Kapitel 13, das erste Buch der Könige, Kapitel 13, Vers 1 bis 34. Aber siehe, ein Mann Gottes kam von Juda durch das Wort des Herrn nach Bethel. Als Jerobeam eben bei dem Altar stand, um zu räuchern. Und er rief gegen den Altar durch das Wort des Herrn und sprach: Altar, Altar, so spricht der Herr. Siehe, es wird dem Haus Davids ein Sohn namens Josia geboren werden. Der wird auf dir die Priester der Höhen opfern, die auf ihr räuchern. Und man wird Menschengebeine auf dir verbrennen. Und er gab an jenem Tag ein Zeichen und sprach: Das ist das Zeichen, dass der Herr dies geredet hat. Siehe, der Altar wird bersten und die Asche, die darauf ist, verschüttet werden. Und es geschah, als der König das Wort des Mannes Gottes hörte, der gegen den Altar von Bethel rief, da streckten Jerobeam seine Hand aus vom Altar herab und sprach: Ergreift ihn. Da verdorrte seine Hand, die er gegen ihn ausgestreckt hatte, so dass er sie nicht wieder zu sich ziehen konnte. Und der Altar barst, und die Asche wurde vom Altar herab verschüttet, gemäß dem Zeichen, das der Mann Gottes durch das Wort des Herrn angekündigt hatte. Da ergriff der König das Wort und sprach zu dem Mann Gottes: Besänftige doch das Angesicht des Herrn, deines Gottes, und bitte für mich, dass meine Hand mir wieder gegeben werde. Da besänftigte der Mann Gottes das Angesicht des Herrn, und die Hand des Königs wurde ihm wiedergegeben, und sie wurde wieder wie zuvor. Da sprach der König zu dem Mann Gottes: Komm mit mir heim und erfrische dich. Ich will dir auch ein Geschenk geben. Aber der Mann Gottes sprach zum König: Wenn du mir auch dein halbes Haus geben würdest, so käme ich nicht mit dir. Denn ich würde an diesem Ort kein Brot essen und kein Wasser trinken. Denn so wurde mir durch das Wort des Herrn geboten und gesagt: Du sollst kein Brot essen und kein Wasser trinken und nicht wieder auf den Weg zurückkehren, den du gegangen bist. Und er ging einen anderen Weg und kehrte nicht wieder auf dem gleichen Weg zurück, auf dem Weg, auf dem er nach Bethel gekommen war. Aber in Bethel wohnte ein alter Prophet. Zudem kam einer seiner Söhne und erzählte ihm alles, was der Mann Gottes an jenem Tag in Bethel getan hatte. Auch die Worte, die er zum König geredet hatte, erzählten sie ihrem Vater. Da sprach ihr Vater zu ihnen: Welchen Weg ist er gegangen? Und seine Söhne hatten den Weg gesehen, den der Mann Gottes, der von Juda gekommen war, eingeschlagen hatte. Er aber sprach zu seinen Söhnen: Sattelt mir den Esel. Und sie sattelten ihm den Esel, und er ritt darauf. Und er ging dem Mann Gottes nach und fand ihn unter einer Terebinte sitzen und sprach zu ihm: Bist du der Mann Gottes, der von Juda gekommen ist? Er sprach: Ich bin's. Da sprach er zu ihm: Komm mit mir heim und iss etwas. Er aber sprach: Ich kann nicht umkehren und mit dir kommen. Ich will auch mit dir weder Brot essen noch Wasser trinken an diesem Ort, denn durch das Wort des Herrn ist mir gesagt worden: Du sollst dort weder Brot essen noch Wasser trinken. Du sollst nicht auf dem gleichen Weg zurückkehren, auf den
du hingegangen bist. Aber jener sprach zu ihm, ich bin auch ein Prophet wie du. Und ein Engel hat durch das Wort des Herrn zu mir geredet und gesagt, führe ihn zurück in dein Haus, damit er Brot esse und Wasser trinke. Er log es ihm aber vor. Da kehrte er mit ihm um und aß in seinem Haus Brot und trank Wasser. Als sie aber zu Tisch saßen, da kam das Wort des Herrn zu dem Propheten, der ihn zurückgeführt hatte. Und er rief dem Mann Gottes zu, der von Juda gekommen war, und sprach, so spricht der Herr, weil du dem Befehl des Herrn ungehorsam bist und das Gebot nicht gehalten hast, das dir der Herr, dein Gott, geboten hat, sondern umgekehrt bist und Brot gegessen und Wasser getrunken hast an diesem Ort, von dem er dir sagte, du sollst weder Brot essen noch Wasser trinken, so soll dein Leichnam nicht in das Grab deiner Väter kommen. Und es geschah, nachdem er Brot gegessen und getrunken hatte, da sattelte er ihm, dem Propheten, den er zurückgeführt hatte, den Esel. Als er nun fortging, begegnet ihm auf dem Weg ein Löwe. Der tötete ihn, und sein Leichnam lag hingestreckt auf dem Weg. Und der Esel stand neben ihm, und der Löwe stand neben dem Leichnam. Und siehe, als Leute vorbeigingen, dann sahen sie den Leichnam hingestreckt auf dem Wege liegen und den Löwen bei dem Leichnam stehen. Und sie kamen und sagten es in der Stadt, in welcher der alte Prophet wohnte. Als nun der Prophet, der ihn vom Weg zurückgeholt hatte, das hörte, sprach er, es ist der Mann Gottes, der dem Befehl des Herrn ungehorsam gewesen ist. Darum hat ihn der Herr dem Löwen übergeben. Der hat ihn zerrissen und getötet nach dem Wort, das der Herr zu ihm geredet hat. Und er redete mit seinen Söhnen und sprach, sattelt mir den Esel. Und als sie ihn gesattelt hatten, da ging er hin und fand seinen Leichnam hingestreckt auf dem Weg liegen und den Esel und den Löwen neben dem Leichnam stehen. Der Löwe hatte den Leichnam nicht gefressen und den Esel nicht zerrissen. Da hob der Prophet den Leichnam des Mannes Gottes auf und legte ihn auf den Esel und führte ihn zurück. Und er kam in die Stadt des alten Propheten, um ihn zu beklagen und zu begraben. Und er legte dessen Leichnam in sein eigenes Grab, und sie klagten um ihn. Ach, mein Bruder! Und als er ihn begraben hatte, sprach er zu seinen Söhnen, wenn ich sterbe, so begrabt mich in dem Grab, in dem der Mann Gottes geworden ist, und legt meine Gebeine neben seine Gebeine. Denn das Wort wird gewiss eintreffen, das er durch das Wort des Herrn ausgerufen hat gegen den Altar in Bethel und gegen alle Höhenheiligtümer, die in den Städten Samariens sind. Aber nach dieser Begebenheit kehrte Jeroboam nicht um von seinem bösen Weg, sondern er setzte wieder Höhenpriester aus dem gesamten Volk ein. Wer Lust hatte, den weihte er, und er wurde Höhenpriester. Und dies wurde dem Haus Jeroboams zur Sünde, sodass es vernichtet und aus dem Land vertilgt werden musste. Das ist das Wort des Herrn. Nun lasst uns vor der Predigt beten. Himmlischer Vater, wir
danke dir nochmal für dein Wort. Ja, und manchmal ist dein Wort verwirrend für uns, wenn wir es hören. Und es gibt so vieles, was wir nicht verstehen und was uns Fragen aufwirft. Wir sind heute hier vor dir und bei dir und hören auf dein Wort, damit wir dich und deine Güte erkennen, damit wir dich und deine Gerechtigkeit und dein Recht erkennen. Und so bitten wir dich, dass du uns das hören lässt, was du uns sagen willst. Hilf uns zu hören. Hilf uns zu glauben. Hilf uns zu vertrauen. Amen. Ja, diese Geschichte, die wirft einige Fragen auf. Diese Geschichte, die wir da gehört haben. Da gibt es so einiges, das ich heute nicht beantworten werde. Ja, ich werde es nicht tun. Ja, wir erfahren hier in diesem Bericht, ich kann es auch nicht beantworten, wir erfahren nämlich nicht, warum der Mann Gottes aus Israel kein Wasser trinken durfte, aus Juda in Israel kein Wasser trinken durfte und auch kein Brot essen durfte. Es wird nichts darüber gesagt, warum er einen anderen Weg nehmen musste, wieder zurück nach Hause. Und da gibt es noch dieses seltsame Zeichen da ganz am Schluss, wo der Löwe zwar den Mann tötet, aber den Mann nicht anrührt und der Esel steht auch noch neben dem Löwen und der Löwe frisst auch den Esel nicht. Anscheinend hat er keinen Hunger, sondern hat diesen Mann nur getötet. Seltsame Geschichte. Warum? Was ist das? Es gibt so vieles, was uns hier Fragen aufwirft. Ich will einige dieser Fragen eben nicht beantworten, weil wir sie nicht beantworten können. Die Bibel sagt nichts dazu. Wenn wir eine Antwort finden möchten, müssen wir spekulieren, müssen wir uns etwas ausdenken, uns etwas zusammenreimen, was der Autor der Königebücher ganz einfach nicht berichtet. Gottes Wort, und das ist wichtig, immer wenn wir Gottes Wort aufschlagen, Gottes Wort ist kein Rätselbuch. Unser Schöpfer, der spricht zu uns. Um sich selbst und das Heil, das er uns schenkt, zu offenbaren, aufzudecken. Nicht etwas zu verschließen und uns so ein Rätsel zu geben. Jetzt überleg mal, was du wohl hier finden kannst. Nein, er zeigt es uns. Und darum müssen wir, wenn wir die Bibel lesen, auf das achten, was Gott wirklich sagt, was er uns aufzeigt. Wenn du Spekulationen folgst, hältst du Gottes Wort von dir weg. Oder du steigst darüber hinaus. Du willst etwas mehr erfahren als das, was du einfach so verstehst und was Gott zu dir sagt. Du denkst dann über Motive und Hintergründe und was dahinter steckt nach, anstatt dich darauf zu achten, Gott spricht direkt zu dir. Gott ist nämlich nicht weit von dir weg. So hat er es selbst gesagt. Mose hat es zu seinem Volk gesagt. Wir können das lesen im 5. Mose 30, der Vers 14. Denn es ist das Wort ganz nahe bei dir, in deinem Mund und in deinem Herzen, dass du es tust. Er sagte zuvor, du musst nicht hoch auf einen Berg steigen, um dort Gottes Wort und Gott selbst zu dir herabzuholen. Du musst auch nicht über das Meer fahren, um Gottes Wort herzuholen, damit es endlich bei dir ist. Nein, Gott gibt es dir. Gott kommt zu dir, schenkt dir sein Wort und es ist ganz nahe bei dir. Und diese Regel wollen wir auch halten, hier bei diesem Abschnitt. Gottes Wort, das ist ganz nahe bei dir. Die Lehre dieses Abschnitts kann nämlich in einem Satz zusammengefasst werden, den wir schon gehört haben aus dem 1. Korintherbrief, dem Kapitel 10, der Vers 12. Das ist eine bekannte Regel. Da sagt Paulus, wer meint, er stehe, mag zusehen, dass er nicht falle. Wer meint, er stehe, mag zusehen, dass er nicht falle. Der Abschnitt aus dem Buch der Könige berichtet von einem sehr bewährten Mann, hochbewährt. Und dieser Mann, ja, der fiel. Der ist gefallen von seiner Bewährung. Und das sind die zwei ersten Teilen und dann zum Schluss das Evangelium ist nicht eine Botschaft zum Verzweifeln, sondern ist immer eine Botschaft der Hoffnung. Hoffnung,
dass Gott für uns sorgt. Und zum Schluss, der dritte Teil, werden wir dann hören von einer besonderen Hoffnung, die hier in diesem Text uns gezeigt wird. Hoffnung für solche, die gefallen sind. Das erste also, hoch bewährt. Uns wird ein Mann Gottes vorgestellt. Wir erfahren eben nicht, wie er hieß. Es ist nicht so wichtig, wer dieser Mann war oder was dieser Mann tat, aber es ist wichtig, dass, was dieser Mann war. Er war nämlich ein Mann Gottes und er handelte nach Gottes Wort, weil er zu Gott gehörte. Wenn wir den Text lesen, dann wird es uns klar, dass dieser Mann von Gottes Wort getrieben war. Ja, Gott brachte ihn hinauf nach Israel und ließ ihn diese Worte sprechen vor dem König, der direkt seinen Götzendienst pflegte. Er sagte das, was Gott gesagt haben wollte. Er widerstand dann auch der Versuchung, sich vom König belohnen zu lassen. Es wird uns ein mutiger, treuer Gottesmann gezeigt, der sogar in Kauf nahm, ja, dass er verfolgt wurde. Aber Gott hat ihn beschützt. Gott hat ihn beschützt vor diesem fremden König. Gott hat ihn beschützt vor dem Götzendienst. Der Mann stand unerschrocken auf Gottes Seite. Die Bücher der Könige wurden zu einer Zeit geschrieben, als die Juden aus dem Exil wieder zurückkehren sollten und konnten auch. Gott hat sein Wort, hat sein Volk durch sein Wort zurück nach Jerusalem getrieben, so wie er diesen Propheten hingetrieben hat in den Norden. Die Juden wurden ja zerstreut, weil sie gesündigt haben und Götzendienst getrieben haben. Und dann, als die Zeit vorüber war, da hat es Gott so geführt, dass die Juden wieder zurückkamen nach Jerusalem. Sie mussten auch getrieben werden, tatsächlich, denn sie haben sich in den fremden Orten schon sehr gut eingerichtet. Nicht alle kamen zurück. Aber es gab eben diese Folgsamen, diese Treuen, die schon lange hofften, wieder vor Gott leben zu können. Und sie kamen zurück und bauten den Tempel auf. Sie waren nun auch diese Treuen, diese bewährten Leute, die das taten, was Gott von ihnen wollte. Die Juden identifizierten sich deshalb damals gerne mit diesem Mann aus Juda. Ja, wir sind wie er. Wir kamen zurück nach Jerusalem auf Gottes Wort hin. Wir haben auf Gott vertraut und haben den Götzendienst verlassen, so wie es Gott eben will. Wir sind nicht wie die anderen, die zurückblieben in der Fremde und vielleicht sogar noch sich mit den Göttern arrangiert haben. Nein, wir sind die Treuen. Ja, so sehen wir uns doch gerne auch selbst, wenn wir Kirche sind und zu Gott gehören. Wenn wir hier diesen Gottesdienst mitverfolgen, ja, wir sind die, die ein Interesse haben an Gottes Wort. Wir sind doch die Treuen, die nicht einfach nach den Dingen der Welt leben und so, wie es uns gerade einfällt, sondern wir wollen etwas von Gottes Wort erfahren, wir wollen daran festhalten, wir wollen zu Gott gehören. Wir verstehen uns gerne auch als solche, die von Gottes Wort getrieben, geführt und geleitet werden und darum, ja, auch bewährt sind. Gottes Volk sind, zu ihm gehören. Ja, und darum feiern wir dann auch den Gottesdienst, wie wir das tun. Wir leben nach Gottes Wort und wir feiern Gottesdienst nach seinem Wort. Nicht so, wie es uns gerade einfällt, sondern wir schauen, wie will Gott, dass sein Volk vor ihm Gottesdienst feiert. Und so haben wir es uns überlegt und sehen, dass Gott will, dass wir daran denken, dass er heilig ist, dass wir unsere Sünden vor ihm bekennen, dass sein Wort auf ihn hört, das gehört dazu, dass sein Wort ihn lobt und sein Volk ihn lobt und preist und auch um den Segen bittet, dass es vor ihm leben kann. Ja, so sind wir treu mit Gottes Wort und möchten gerne als bewährte Menschen vor ihm leben und mit unserem Gott leben. Ja, du hast tatsächlich Gottes
Gnade erfahren, wenn du das sagen kannst. Ich will Gottes Wort hören und ich will mit Gott leben. Das ist nicht aus dir gekommen, sondern Gottes Gnade hat dir diesen Wunsch geschenkt. Und es ist großartig, wenn Gott das uns schenkt. Und doch beschleicht uns manchmal der Gedanke, dass wir das uns irgendwie verdient hätten. Dass wir so treu sind und so treu die Bibel lesen. Dass wir uns so treu vom Bösen zurückhalten. Ja, und darum mag Gott uns und darum sorgt er für uns. Ja, so schnell täuschen wir uns. Und so schnell kommen wir in dieser Täuschung dann zu Fall. Zu Fall, so wie dieser hoch bewährte Mann aus Juda. Das Zweite, dieser Mann, der fiel tief. Ausgerechnet dieser hochbewährte, dieser mutige, dieser von Gottes Wort getriebene Mann, der fiel nämlich auf seinem Heimweg, so haben wir es gehört, begegnet ihm dann der alte Prophet aus Israel. Und dieser alte Prophet, der sagte zu ihm nichts anderes als der König zuvor schon. Der König hatte ihn schon eingeladen, zu sich zu kommen. Und da kommt nun ein so alter Prophet und der sprach dieselben Worte. Und eigentlich war doch die Versuchung, vom König eingeladen zu werden, viel größer als von seinem alten Mann. Das ist unbedeutend. Das ist doch mehr wert, zum einen, wenn der König mich zu sich einlädt. Und es ist auch viel schwieriger, dem König ins Gesicht zu sagen, nein, ich komme nicht, als so einem Mann vom Lande, vom Felde. Das spielt doch keine Rolle. Der ist ja nicht so bedeutet, der kann mich nichts anhaben. Und trotzdem lässt sich nun der Mann Gottes täuschen. Obwohl er hätte diese Täuschung wirklich, wirklich durchschauen müssen. Der Mann Gottes nämlich log offensichtlich. Darum, er sagte nämlich nicht, Gott hat zu mir gesagt, du sollst mit mir nach Hause kommen, sondern er sprach da, ein Engel, ja, den hat Gott zu mir geschickt und dieser Engel hat nun zu mir gesprochen und ich soll dich jetzt nach Hause führen. Das ist also so ein Hörensagen. Und der Mann Gottes, der von Gottes Wort getrieben wurde, hätte diesem Hörensagen, das hätte er erkennen müssen und wieder stehen müssen. Und trotzdem ließ er sich ganz einfach täuschen, ging mit und aß und hörte dann am Tisch das Wort vom Gericht. Das Wort, dass Gott ihn bestrafen wird. Gott warnt sein Volk, das wieder nach Jerusalem zurückgekehrt war, dass es immer noch in der Gefahr steht, vom Götzendienst versucht zu werden. Ja, sie waren der Meinung, wir sind ja die, die nach Jerusalem zurückgekehrt sind. Und nun sind wir sicher, nun sind wir tatsächlich Gottes Volk. Und keine Macht und kein Götze kann uns etwas anhaben. Gott warnt sein Volk. Die Versuchung ist noch nicht zu Ende. Es kann immer noch ein König aufstehen, der euch wieder zurückführt zu den Götzen. Oder ein Prophet, der euch etwas vorlügt. Oder irgendein Mensch, der euch zu etwas verführt. Sie werden sich nicht damit entschuldigen können, dass sie doch gutgläubig den Worten eines Menschen gefolgt sind. Gott hat zu ihnen gesprochen und seine Gerechtigkeit gezeigt. Sein Wort ist nicht weit weg, sondern eben ganz nahe bei ihm. Und darum sollen sie auf dieses Wort auch hören. So spricht zu seinem Volk, hat es damals getan, zu diesem Volk, das nach Jerusalem kam. Er warnte es vor Selbstsicherheit. Er warnte es davor, zum einen, weil wir hier sind, darum wird uns nichts mehr Böses passieren und wird keine Versuchung uns mehr etwas anhaben können. Die Geschichte des Mannes aus Juda ist eine deutliche, eine klare Warnung für alle Bewährten, auch heute, auch für uns. Solange wir in dieser Welt sind, gibt es unzählige Verlockungen, unzählige Versuchungen, unter denen wir leben. Falsche Boten flüstern uns
angenehme Eindrücke ins Ohr. Ja, wenn ich daran denke, da jetzt wird dieser Gottesdienst auf YouTube gestreamt und auf YouTube, da gibt es so viele Ideen und Gedanken und Lehren, was Gott will und was er getan haben will und wie man sich, wie man zu ihm kommen kann und bei ihm sein kann. Da gibt es so viele Dinge. So viele Dinge, die uns vielleicht beeindrucken, die uns gefallen, denen wir folgen möchten. Gott hat uns sein Wort gegeben. Sein Wort, dass wir darauf hören. Und nicht auf solche Boten, die zu uns sprechen und sagen, ja, ein Engel ist mir begegnet oder Gott will heute, dass wir alle gesund und froh sein können und niemals mehr krank sind und dann ist Gott bei uns. Gott ist bei seinem Volk, das in der Versuchung lebt. Und er hilft diesem Volk, er hält es fest. Es braucht aber seinen Gott. Es kann nicht ohne ihn und seine Hilfe leben, zu keiner Zeit auf dieser Erde. Der himmlische Vater warnt seine Kinder mit dieser Geschichte. Ganz deutlich, dass er heilig ist und dass Ungerechtigkeit bestrafen wird. Er wird es nicht hinnehmen, wenn sich seine Kinder einer Täuschung hingeben, obwohl sie doch sein Wort hätten. Der gerechte Richter kennt dein Herz und kann beurteilen, was du weißt, was du hörst und wie du zu ihm gehören kannst. So gibt es am Schluss dieses Textes eigentlich dann eine sehr ernste Frage. Gibt es noch Hoffnung? Gibt es noch Hoffnung für uns? Wenn selbst jene Glaubenshelden, und dieser Mann Gottes war ein Glaubensheld, wenn selbst jene Glaubenshelden es nicht schaffen, treu zu sein, es nicht schaffen, der Versuchung zu widerstehen und der Schwäche sich hingeben und dann von Gott bestraft werden, ja, wie soll dann ich mit meinen Schwächen, mit meinen Zweifeln, mit meinen Nöten, mit meinen Ängsten zu Gott gehören können? Wie ist das möglich? Und wenn der Bericht mit dem Tod des Mannes enden würde, ja, dann wäre der Glaube an Gott eine sehr beängstigende Sache, eine furchtbare Sache. Ja, dann wäre Gott wirklich nur zu fürchten, ein großer Schrecken, von dem wir flüchten müssten. Wir können ja aus unserer Kraft sowieso nicht zu ihm gehören. Gott ist gnädig und das wird uns gezeigt durch diesen bemerkenswerten Schluss am Ende. Es gibt Hoffnung. Hoffnung für Gefallene. Hoffnung für dich und Hoffnung für mich. Der alte Prophet kümmerte sich um den Leichnam des Mannes aus Juda. Das war nicht selbstverständlich, das war eine Familienangelegenheit. Damit hatte der Mann nichts zu tun. Das war nicht seine Familie. Und trotzdem erkannte er ihn als seinen Bruder. So hat er ihn beklagt, ach Bruder. Und er legte ihn in das Grab, das er für sich selbst vorbereitet hatte. Und genau das erinnert an einen anderen Mann, der Jahrhunderte später ebenfalls in ein fremdes Grab gelegt wurde, an Jesus Christus. Nach seinem Tod am Kreuz wurde er heruntergenommen vom Kreuz. Und ein Mann nahm ihn und legte ihn in sein Grab, das er für sich vorbereitet hatte. Und das geschah zum Zeichen, dass Jesus nicht für sich selbst gestorben ist. Der Tod, so erkennen wir in der Bibel, der Tod ist die Strafe für die Sünde. Jesus hat keine Sünde getan. Und er wurde nicht in ein Grab gelegt und ist nicht gestorben und in ein Grab gelegt worden, weil er gesündigt hat, sondern weil er fremde Sünde auf sich genommen hat. Jeder Menschen, die ein Grab für sich vorbereiten müssen, weil sie sterben werden, ganz sicher. Und Jesus ist nun in dieses Grab gelegt worden,
weil er die Strafe für die Sünde der Menschen auf sich nahm. Er hat sein Leben hingegeben für jene, die es verdient haben, wegen ihrer Sünde zu sterben, weil sie von Gott, dem Heiligen, verurteilt werden. Wenn du an Christus glaubst, dann hat er genau das für dich getan. Er ist auch in dein Grab gekommen, er ist auch in dein, hat auch dein Tod auf sich genommen. Auch diese Wahrheit wird durch die Geschichte dieser beiden Männer verdeutlicht, noch unterstrichen. Der alte Prophet wünschte sich nämlich, dann mit diesem Mann Gottes begraben zu werden. Das ist ein seltsamer Wunsch. Ich will mit diesem Mann Gottes begraben werden. Und warum wünscht er sich das? Er sagt es seinen Söhnen, weil sein Wort stimmt. Gott hat durch ihn gesprochen. Sein Wort stimmt tatsächlich, was er gesagt hat, dass ein Josia kommen wird und dieser Josia wird die Höhen alle zerstören und den Götzendienst so beschämen. Er wird sogar die Priester opfern auf diesen Altären, wo sich die Menschen Hilfe gewünscht haben. Da werden diese Götzendiener, diese falschen Helfer, dann geopfert werden. Der Allmächtige wird dort Gericht halten. Und genau das ist auch passiert. Das können wir dann im zweiten Buch der Könige nachlesen. Genauso ist alles gekommen. Josia, das war der König, der hat alle Heiligtümer dieser Fremden weggeschafft und tatsächlich alle Priester getötet. Und es heißt dort, dass man damals auch dieses Grab fand. Dieses Grab mit den beiden Männern drin. Und es war bekannt, dass dort dieser Prophet aus Juda lag. Man wusste nicht, wie er hieß, aber dort liegt dieser Prophet und dort liegt auch dieser alte Prophet. Die sind dort gemeinsam zusammen. Und alle wurden gerichtet. Die Gebeine wurden aus der Erde geholt und zermahlen und verbrannt. Aber diese beiden hat man dann in Ruhe gelassen, das Grab wieder zugedeckt und sie haben dort ihre Ruhe gefunden. Die beiden Männer fanden Ruhe. Wenn du an Christus glaubst, wenn du mit Christus gestorben bist, dann findet auch deine Seele Ruhe. Ruhe nicht nur hier auf der Erde, dass man deinen Leichnam wieder zudecken muss und dich einfach in Ruhe lassen muss. So wünschen sich ja die Menschen. Hier und da kann man das hören. Ja, wenn ich nur endlich Ruhe hätte von all diesen Menschen und von all diesen Schwierigkeiten auf dieser Erde. Nein, Christus schenkt dir eine größere Ruhe. Nicht einfach, dass du vergessen wirst und dass dich niemand mehr plagt, sondern Christus schenkt dir ewige Ruhe. Dass du dich ewig an deinem Schöpfer freuen kannst, dass du ewig vor ihm und seiner Gegenwart bleiben kannst und dich ja, dort für deine Seele Ruhe findest. Christus hat den vollen Preis für deine Sünden bezahlt. Es gibt kein Zorn von Gott mehr, der übrig bleibt. Und darum kannst du zu ihm kommen und Ruhe finden für deine Seele. Das schenkt er dir. Das ist der Lohn des Glaubens, der Lohn, den Christus für dich erworben hat. So gibt es am Schluss einen merkwürdigen, aber auch merkwürdig, dass wir uns daran erinnern sollen, einen Ausblick, eine Hoffnung für die Gefallenen. Wer fällt? Das sind nicht Menschen, die dann Gott für immer von sich wegschickt, sondern jene, die auf ihn vertrauen und auf sein Wort vertrauen, für die sorgt er sich. Gott spricht heute zu dir, er offenbart seine Gerechtigkeit und seine Treue, seine Gnade und Güte. Du gewinnst sie durch Glauben an seinen geliebten Sohn, ja, diesen Sohn, der deinen Tod auf sich nahm. Das Vertrauen auf ihn soll in deinem Leben dann auch praktische Auswirkungen haben. Wir haben das gehört aus dem 5. Buch Mose. Gottes Wort ist nahe bei dir, dass du darauf hörst und es auch tust. Und so habe ich zum Schluss 3 praktische Anwendungen dieses Abschnitts. Die erste, die ist ziemlich naheliegend. Überschätze nicht deine Kraft, sondern verlass dich immer auf Christus. Wir Menschen neigen dazu, die Gewissheit,
des Glaubens uns selbst zuzuschreiben. Wir meinen, bestimmt gerettet zu sein und bestimmt zu Christus gehören, wegen irgendetwas, was wir tun. Die Geschichte hier zeigt, dass selbst die hingegebensten Gläubigen straucheln. Und so viel es dich betrifft, und das ist bei mir genauso, da kannst du niemals sicher sein, ob du bis zum Schluss deines Lebens wirklich nicht von der Wahrheit abfallen wirst. Und weil das so ist, das ist kein Grund zum Verzweifeln, sondern ein Grund zum Gebet. Jeden Tag. Vergiss es nicht. Jeden Tag darum zu bitten, dass Gott dich bei sich hält. Dass Gott gnädig ist. Das Zweite, übe dich sorgfältig darin, das Böse zu lassen, das du bei anderen erkennst. Leider neigen wir Menschen dazu, Fehler an unseren Nächsten deutlich zu sehen und sie dann auch zu verurteilen. Wenn du über deine Geschwister denkst, dann fallen dir bestimmt einiges ein, was nicht so christlich ist, was nicht so dem Glauben entspricht. Ja, und dieser alte Prophet, der hätte auch sagen können, was ist das für ein Dummkopf, dass er sich von mir betrügen lässt. Nein, so hat er nicht gehandelt, sondern er suchte danach, das Gute und Richtige zu tun. So tu es genauso. Tu es genauso. Denke nicht über deine Geschwister oder über andere Menschen, was für Dummköpfe sind sie doch, dass sie so gottlos handeln, sondern bemühe du dich, das Gute, das Gerechte, das Wahrhaftige, das zu tun, was Gott gefällt. Wenn du meinst, dass Gemeindeglieder unvorsichtig mit den Dingen der Welt umgehen, dann bemühe du dich gerade darin, jederzeit so zu handeln, dass dein Tun, dein Reden und dein Lassen Gott gefällt. Prüfe dich, ob du den barmherzigen Herrn mehr liebst als alles andere auf dieser Welt. Wenn du dich darüber ärgerst, dass andere schlecht reden hintenherum und vielleicht sogar über dich, ja, dann übe dich darin, bemühe dich darum, dass du allen anderen zum Segen dienst. Übe dich darin, das Gute unter allen Umständen ganz freudig und gewissenhaft und zu Gottes Ehre zu tun. Selbst wenn es jene, denen du es tust, vielleicht gar nicht mehr erkennen. So hat der Mann Gottes ja auch nichts gemerkt davon, dass der alte Prophet ihn dann in ein Grab gelegt hat und für ihn gesorgt hat. Und das Dritte, das gehört noch einmal dazu, verachte jene nicht, die durch ihre Gottlosigkeit Gott und seine Gnade nicht erkennen. Ja, das ist so eine Neigung in unserem Herzen, dass wir jene verachten, die gottlos handeln, die einer Versuchung folgen. Wir sehen auf sie runter und wenden uns von ihnen ab und prangern ihre Ungerechtigkeit an. Der Stolz der Gottlosigkeit, der ärgert uns so sehr, dass wir selbst dann die Barmherzigkeit verlieren für unseren Mitmenschen und sogar noch das Gericht im schlimmsten Fall über sie herbeireden. Mach dein Herz nicht hart, denn Gottes Herz ist nie hart für die, die auf ihn vertrauen, die auf ihn hoffen. Wenn nämlich nur Irrtumslose, ja, wenn nur Irrtumslose zu Gott gehören könnten, ja, dann könnte ich niemals zu Gott gehören und du auch nicht. Kein Mensch würde zu Gott gehören. Verweigere dich nicht, mit den Menschen barmherzig zu sein. Verweigere dich nicht, für jene zu beten, die gefallen sind und die sich ausgesprochen gottlos benehmen. Gott ist stark. Wir erinnern uns daran, Gott hat sogar Paulus, der seine Gemeinde verfolgte und plagte, für sich gewonnen. Lass uns beten für die Paulusse in unserem Leben, für alle diese, die sich so hart und unbarmherzig benehmen. Sei du nicht unbarmherzig, denn dein Gott ist barmherzig. Alle diese drei Lehrpunkte
fasste einst Martin Luther in einem Gebet zusammen, mit dem ich jetzt auch diese Predigt schließe. Wir beten. Ach, lieber Herr, Gott Vater, gehe nicht mit uns ins Gericht, denn vor dir ist kein Lebendiger gerecht. Ach, rechne uns auch nicht als Sünde an, dass wir leider so undankbar sind für alle deine unaussprechliche Wohltat in geistlichem und leiblichem und dass wir täglich vielmals straucheln und sündigen, mehr als wir wissen und merken können. Sieh du nicht an, wie fromm oder wie böse wir sind, sondern sieh deine grundlose Barmherzigkeit an, die in Christus, deinem lieben Sohn, uns geschenkt ist. Vergib auch allen unseren Feinden und allen, die uns ein Leid oder Unrecht tun, wie auch wir ihnen von Herzen vergeben. Denn sie tun sich selbst damit das größte Leid, dass sie dich durch ihr Tun an uns erzürnen. Uns ist ja mit ihrem Verderben nichts geholfen. Wir wollten sie viel lieber mit uns gerettet sehen. Amen.